Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Unsere Sympathie haben Sie nicht, Herr Juncker. Und wir leben in einer Demokratie, und zur Demokratie gehören auch Abstimmungen im Internet. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Haben Sie den Einsatz von Pfefferspray schon mal aus nächster Entfernung miterlebt? Ich habe heute mich bemüht, Pfefferspray zu besorgen. Leider hat die Zeit dafür nicht ganz ausgereicht. Nicht selten, ich wusste nicht, dass Sie dabei haben, Herr Höfinghoff, nicht selten stand ich am Rande von Demonstrationen als Polizeibeamter entgegen allen schon heute geltenden Vorschriften auf exzessive Art und Weise mit dem gefährlichen Spray durch die Gegend gesprüht haben. Gefährdet werden so Umstehende gesundheitlich, psychisch und physisch. All das ist bekannt. Der permanente Missbrauch dieses gefährlichen Instruments muss endlich eingedämmt, besser noch abgestellt werden. Und genau das ist der Kern und das Ziel unseres Antrags. Liebe Kolleginnen und Kollegen, besonders gefährdet durch Pfefferspray ist schon mehrfach aufgezählt worden, aber damit die Kolleginnen von der CDU auch noch mal ein bisschen was dazu lernen, sind Asthmakranke oder Allergiker. Für sie können die Folgen sogar tödlich sein. Ja, Sie haben richtig gehört, die Folgen können sogar tödlich sein. Sie und ich wissen, dass Polizeibeamte ihre Zielpersonen vor einem Angriff nicht danach fragen, ob sie Allergikerinnen oder Asthmatikerinnen sind. Schon deshalb sollte dieses Instrument, wie ich finde, so schnell wie möglich aus der Liste der polizeilichen Einsatzinstrumente für Versammlungen und Demonstrationen gestrichen werden. Aber auch für gesunde Menschen sind die Folgen eines Pfefferspray-Angriffs gravierend. Gerät Pfefferspray in die Augen, folgen heftige Schmerzen, Schwellungen und Rötungen der Bindehaut. Starker Tränenfluss bis hin zu vorübergehender Erblindung sind die häufigsten Folgen. Es kommt zu unkontrollierten Hustenanfällen, Atemnot und Sprechschwierigkeiten. Das Spray löst bei den Betroffenen Angst, Panikreaktionen und Orientierungslosigkeiten aus. Sie können noch an dieser Stelle vielleicht testen, Herr Höfinghoff. Aus dienstlichen Unterlagen geht hervor, dass die Polizeibeamten sehr wohl im Bilde sind, welche Risiken mit dem Einsatz verbunden sind. Dennoch folgt die allgemeine Praxis andere Regeln. Die Beamten überschreiten regelmäßig ihren Ermessungsspielraum auf Kosten der Beteiligten. Und das, meine Damen und Herren, ist unter keinen Umständen hinnehmbar. Flächendeckende Einsätze vom Pfefferspray werden in aller Regel nicht dokumentiert. Parlamentarische, dienstrechtliche oder strafrechtliche Kontrollen und Konsequenzen sind deshalb so gut wie ausgeschlossen. Für die gestressten Polizeibeamten geradezu übrigens ein Freibrief. Auch das ist, Herr Wanzner, um es vorsichtig zu formulieren, in höchstem Maße bedenklich, liebe Kolleginnen und Kollegen. Uns allen sind übrigens die Bilder des Polizeibeamten präsent, der aus dem Nichts einen unbeteiligten Passanten am 1. Mai mit Pfefferspray attackiert. Nur Kameraaufnahmen Unbeteiligter konnten zur Aufklärung des Missbrauchs beitragen, trotz allen gegenwärtigen Polizeidokutrupps. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie hoch die Dunkelziffer der Pfefferspray-geschädigten Menschen ist. Auch bei der Räumung von Sitzblockaden im Zuge der de facto Räumung der Gerhard-Hauptmann-Schule kam es massiven Sprühexzessen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wollen der Polizei die Arbeit nicht erschweren. Nein. Natürlich haben Polizeibeamte ein Recht auf Selbstverteidigung. Natürlich ist in einem solchen Fall der Einsatz von Pfefferspray dem Schusswaffeneinsatz vorzuziehen. Dabei muss es aber auch bleiben. Der Einsatz von Pfefferspray bei Versammlungen muss grundsätzlich nur auf solche Fälle beschränkt bleiben, bei denen eine gegenwärtige Gefahr für Leib und Leben von Menschen nicht auf andere Art und Weise
abgewendet werden kann. Unser gemeinsamer Antrag formuliert diese Mindestbedingungen von strengen Einsatzregelungen bis zur Dokumentationspflicht. Herzlichen Dank.